Seit über einem Jahrzehnt engagieren wir uns für die umweltfreundliche Produktion von Outdoor-Produkten. Das ist prinzipiell nicht einfach, weil eben ein Outdoor-Produkt schon überwiegend aus Erdöl besteht und mit Chemikalien ausgestattet ist. Da kommt die Funktion her. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, da schädliche Stoffe rauszuhalten, die Ressourcen einzusetzen, dass es möglichst effizient ist, Sicherheit durch den ganzen Produktionskreislauf zu gewährleisten, und da sind wir sehr weit. Wir haben seit über 10 Jahren arbeiten wir mit dem Bluesign-Standard zusammen. Das ist der schärfste und allumfassendste Standard, den es in dem Bereich gibt. Aber wir als Mittelständler stoßen immer wieder an Systemgrenzen. Das heißt, es gibt nicht für jede umweltschädliche Substanz eine umweltfreundliche Lösung. Und deshalb begrüße ich die Kampagne von Greenpeace. Und das war auch so, als wir auf die Outdoor kamen und gesagt haben, hier jetzt werden wir uns mal der Outdoor-Branche widmen, dass ich gesagt habe, ja hurra, das brauchen wir, genau das. Warum? Weil nämlich dann ein Bewusstsein drauf gelenkt wird, auf diese Problematik. Es gibt dafür noch keine Lösungen. Und die Lösungen, die es gibt, die befriedigen nicht wirklich die Bedürfnisse des Kunden oder nur am Rande. Denn wenn ich mich in einer Jacke klamm fühle nach einmal Waschen, dann ist es eben nicht das, was der Kunde von einer Outdoor-Jacke erwartet. Das heißt, da sind wir darauf angewiesen, dass da neue Marktmöglichkeiten geschaffen werden, und dafür muss die ganze Branche an einem Strang ziehen, dafür müssen die Zulieferer an einem Strang ziehen. Das heißt, da muss wirklich ein richtiger Fokus drauf gelegt werden. Und das erhoffe ich mir über die Greenpeace-Kampagne. Und darum, ja, muss ich sagen, ich freue mich drüber. Wie geht es bei uns weiter? Bis Ende 2014 haben wir PFOA aus unserer Kollektion verbannt. Und das ist dann der erste große Schritt, der mühsam zu erreichen ist und schwer sein wird, aber das ist der erste große Schritt eben zu einer noch umweltfreundlicheren Kollektion.